Mein Name ist Nadine Glasow. Ich bin Architektin und Wissenschaftlerin. Mein Unternehmen ist die Universalraum GmbH und wir bieten evidenzbasierte Architektur für das Gesundheitswesen an. Evidenzbasiert heißt wissenschaftlich basiert. Das heißt, dass wir Studien auswerten aus verschiedenen Bereichen. Die Gesellschaft verändert sich. Wir haben die demografische Entwicklung. Die Patienten oder die Menschen werden insgesamt immer älter. Und daraus ergeben sich natürlich auch spezielle Anforderungen an die Architektur. Wir wissen, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Und gleichzeitig kommt dazu natürlich, dass die Ressourcen im Gesundheitswesen immer knapper werden. Und diese Faktoren alle führen dazu, dass unsere Arbeit gebraucht wird. Es gibt die Möglichkeit, für Ausgründungen aus der Wissenschaft ein sogenanntes Gründerstipendium zu bekommen. Und das hatte das Unternehmen im ersten Jahr. Das heißt, das erste Jahr war komplett finanziert. Wir konnten die ersten Kontakte knüpfen, haben die ersten zwei Bücher im ersten Jahr geschrieben und konnten dann sozusagen tatsächlich anfangen, uns auf eigene Beine zu stellen finanziell. Und die Bücher, die wir produzieren, die evidenzbasierten Planungshandbücher, kurz EPH, die gibt es jetzt in drei verschiedenen Bänden. Band 1 Psychiatrie, Band 2 Barrierefreiheit, Band 3 Alter und Demenz. Wir können verschiedene Dinge beeinflussen, Genesungsprozess, wir können Wohlbefinden beeinflussen, Orientierung, sehr, sehr wichtig in der alternden Gesellschaft beispielsweise. Die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss als Unternehmer, ist eine Flexibilität im Denken. Und dass man gut zuhören kann. Also dem Kunden genau zuzuhören, wo steht er, welche Bedürfnisse hat er und darauf zu reagieren, das ist eigentlich das Wichtigste.